Ein Vormittag im Juli. Susi Kronstein bereitet sich vor ihrem Wohnhaus im niederbayerischen Geisenhausen auf eine Reise vor. Gleich will sie mit E-Bike und Fahrradwohnwagen nach Oberbayern fahren zu einem kleinen Mini-Camper-Treffen am nächsten Tag. Stets mit dabei ist ihr spanischer Hütehund. Ich bin ja mit dem Patti früher, weil er ja gehbehindert ist, mit so einem Jogger immer gefahren. Und dann habe ich eben den Wohnwagen gesehen und habe mir gedacht, das wär's für uns. Ja, es ist ein Traum, so unterwegs sein. Weiß, und gerade mit Hund bist du nicht überall erwünscht. Und unabhängiger geht's nicht. Den Minicamper hat sie vor 3 Jahren für sich und ihren Hund extra anfertigen lassen. Ein Stück über die Kante fahren. Das hat 3.000 Euro gekostet. Ihr Lebensgefährte kommt nicht mit. Die Touren mit dem Radwohnwagen unternimmt sie immer allein. Also, alles gut, voll gesegnet. Jetzt geht los. 75 Kilometer liegen vor ihr. Was sie wohl bei dieser Tour erleben wird. Auf jeden Fall lässt sich die 66-Jährige gern Zeit dabei. Ihr Motto lautet, das Glück ist am Weg. Auf YouTube lässt sie andere daran teilnehmen. In Altfrauenhofen gibt sie Patschi ein wenig Auslauf bei der Schlossinsel. Auch wenn es erstmal relativ flach dahin geht, fährt sie nur um die 9 Kilometer pro Stunde. Ich fühle mich so wohl unterwegs, weil es einfach schön ist, so über Land ziehen und immer wieder neue Eindrücke. Es ist ein heißer Tag. Da tut eine Rast im Schatten gut. Was ihre körperlichen Bedürfnisse anbelangt, ist Susi genügsam. Und sie lässt nie etwas in der Natur zurück. Was gefällt ihr am Reisen mit dem Fahrradwohnwagen? Egal, wo ich anhalte oder wo es mir gefällt, ich habe mein Haus dabei. Ja, das ist. Ich wohne am Weg, kann man sagen. Jetzt geht es weiter über den mittleren Isar-Kanal und Richtung Amper. Die Radreisende bevorzugt Routen entlang von Gewässern. Da geht es meist eben dahin. Bei Zeiten macht sie sich auf die Suche nach einem Quartier für die Nacht. Der Fahrradwohnwagen gilt weder als Camper noch als Zelt, eine rechtliche Grauzone. Meistens fragt sie bei Bewohnern von alleinstehenden Gehöften, ob sie sich auf deren Grundstück stellen kann. Wie das wohl heute gelingt? In Oftelfing scheint ihr dieser Hof geeignet. Mal sehen, wie die Leute reagieren. Seit 3 Jahren ziehen wir jetzt so rum. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt gerne lieber im Hof hier stehen wollen oder lieber ein bisschen abseits. Ich stehe da hinten auf die Wiese und dann mir da den Strom holen. Geht das? Das können wir machen. Das ist ja wieder ein Traum. Ist ja schön. Heute war sie etwa 45 Kilometer unterwegs. Der Wohnwagen wiegt leer bereits rund 75 Kilo und vollgepackt natürlich mehr. Ihre beiden Akkus würden bei besten Bedingungen bis zu 130 Kilometer reichen. Heute gibt es nur eine Brotzeit. Für warmes Essen und Getränke hat die Camperin einen Spiritus und einen Gaskocher dabei. Und wie verbringt sie den Abend? Dann, wenn die Mücken so schlimm wären, dann werde ich mich einfach, wenn ich mit Patschi jetzt spazieren war, reinverziehen, Mückennetz zu. Und dann kann ich mein Bett so auf halbe Lehne bis zum Liegestuhl stellen und gemütlich dann noch ein bisschen im Internet gucken. Spätestens um 9:30 legt sich Susi Kronstein schlafen. Das filmt sie selbst. Gute Nacht. Die Frühaufsteherin macht sich gegen 7 Uhr wieder auf den Weg. Für das Frühstück sucht sie sich ein schönes Plätzchen an den Stromschnellen der Amper. Da ahnt sie noch nicht, was ihr heute passieren wird. Auch an diesem Tag ist es warm. Sie hat eine hügelige Strecke zu bewältigen. Unterhalb von Paunzhausen hält sie an einer Bank. Als sie wieder starten will, hat sich der Wohnwagen mit der Bank verklemmt. Nichts geht mehr. Glücklicherweise kommt ein Rennradler daher. Hallo, könnten Sie mir helfen? Ich bin nämlich da hängen geblieben und ich fürchte, mir hat die Axt verbogen. Wenn Sie nur das Rad halten, dass das nicht umfällt, weil das hält nämlich nicht, dann nehme ich den Wohnwagen und heb den und tue den. Jetzt ist die Tür mal frei. Oh, jetzt hoffe ich nur, dass mir mit dem Rad nichts passiert ist.
Oh Gott, das linke Rad schaut böse aus. Schauen Sie mal auf die linke Seite. Ja, aber da sind wir noch nicht von der Bank hinten. Dann, das Rad geht immer. Oh, jetzt ist es wieder gerade. Jetzt machen wir mal ein bisschen. Ja, schaut gut aus. Vielen Dank, ein rettender Engel. Gute Heimfahrt. Danke. Nach dem Schrecken muss sie sich weiter anstrengen, denn es folgt ein Hügel nach dem anderen. Da weicht die 66-Jährige schon mal auf die Straße aus, wenn der Radweg wesentlich steiler ist. Kaum hat sie es nach Scheiern geschafft, setzt Regen ein. Macht ihr die Nässe etwas aus? Nee, ist ja alles trocken jetzt. Ach, da sind wir schon stundenlang durch den Regen gefahren so. Wenn dann im Frühling der Landregen tagelang andauert. Nur noch 2 Kilometer sind es bis zum Ziel. Susi Kronstein ist aktiv in der Community des Forums Fahrradwohnwagen.com. Das hat mittlerweile 1500 Mitglieder, Tendenz steigend. Einen Minicamper besitzen nur rund 400. Auf dem Pferdehof von Susis Tochter in Oberschnatterbach trifft sie heute 3 von ihnen. Hey Günther. Toll, mein Kind. Ihren Camper zum Aufklappen hat Leo Auer fertig gekauft. 1, 2, 3. Das muss man ja dann alles, das ist hier jetzt einfach leer. Und das muss man dann alles hier hinräumen. Da kommt dann hier ein Tisch, hier kommt noch mal die Bank. Die Männer haben ihre Camper komplett selbst gebaut. Günter Blaszak seinen für gerade mal 300 Euro, hauptsächlich aus Holz vom Sperrmüll. Er und Richard Waltrapp können sich über Solarpaneele sogar mit Strom versorgen. Susi Kronstein kennt die anderen von einem Minicamper-Treffen letzten Mai. Es ist eine Gemeinschaft von Individualisten. Jeder tüftelt und macht und bastelt und kann dann im Forum sich auch Rat holen, dass man mal fragt, wie hast du das gemacht? Das ist schon toll. Heute genießt sie den Austausch mit den Gleichgesinnten. Wo es das nächste Mal hingeht, entscheidet sie ganz spontan.